Tits out beim HSV Champions League Update und Mauro Icardi behauptet, dass er bei Inter bleiben will. Das ist die Themen des Tages. Mein Name ist Nico. Los geht's. Wir fangen direkt mit dem Voiceover an. Bedeutungsschwanger. Okay? Es gehört zu unserer Verantwortung, die sportliche Situation sachlich zu analysieren. Wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass wir leider nicht die angestrebte Entwicklung genommen haben und ein erhöhtes Risiko sehen, dass wir unser Saisonziel verfehlen werden, sagte Sportvorstand Ralf Becker vom HSV gestern. Und was bedeutet das? Ja, das bedeutet, dass der HSV mal wieder einen Trainer gefeuert hat. Auf Wiedersehen. Und natürlich war der Aufschrei erstmal groß. Alle sozialen Medien machten, naja, die üblichen Gags, wenn der HSV einen Trainer feuert. Das Ding ist, ich würde auch noch ein paar machen, aber ihr kennt sie schon alle. Die machen wir alle 4 Monate, das ist nichts Neues mehr. Spare ich mir also. Auf der anderen Seite will ich eine Sache sagen. Ich glaube ganz ehrlich, dass diese Kündigung und die Entlassung von Christian Titz vielleicht der richtige Schritt war. Sorry, ey. Ich denke es nur, ich sag euch auch warum. Das Saisonziel des HSV ist ja glasklar, der Wiederaufstieg. Das wurde eigentlich schon direkt nach Abstieg kommuniziert und seitdem immer wieder betont. Da ist jetzt mal 5. nur 2 Punkte hinter den Aufstiegsplätzen, ist ja alles gar keine Frage. Aber der HSV spielt seit Wochen, um es mit Uli Hoeneß zu sagen, ein Scheißdreck spielt der HSV. Und das ist leider wirklich so. In den letzten 5 Spielen ein Last-Minute-Sieg, 3 Unentschieden und eine absolute Klatsche von Jan Regensburg. Und der einzige Grund, dass der HSV in diesen Spielen nicht 4-mal verloren hat, ist, dass die gegnerischen Stürmer nicht in der Lage waren, Kapital aus den Chancen zu schlagen. Die Entwicklung beim HSV in den letzten Wochen ist wirklich nicht gut gewesen. Das ist einfach so. Man könnte sogar sagen, dass es gar keine typische HSV-Entscheidung ist und man voreilig einen Trainer feuert, sondern dass es zum ersten Mal eine gute HSV-Entscheidung ist, seit Monaten. Und nicht nur das, mit Hannes Wolf hat in meinen Augen auch einen absoluten Fachmann als Ersatz geholt. Noch dazu jemand, der mit dem Traditionsklub, der aus der Bundesliga abgestiegen ist, auch aufgestiegen ist, mit VfB Stuttgart. Hat er alles schon gemacht. Und deshalb glaube ich, nur meine Meinung, dass der HSV gestern richtig gehandelt hat. Aber das ist nur meine Meinung und ich will natürlich eure... Natürlich eure wissen und deshalb hier oben einmal abstimmen. Ist es die richtige Entscheidung? Trainer raus, Trainer rein? Einmal machen bitte. Oh, wirklich? Das ist deine Entscheidung? Naja gut, da bist du derselben Meinung wie Jan-Fiete Arp, der hat nämlich gestern das gepostet. Und dazu sagte Sportdirektor Becker gestern noch, so eine Meinungsäußerung nach außen hin ist nicht zu akzeptieren, das werden wir intern besprechen. Mach doch. 20 Fans des russischen Vizemeisters ZSKA Moskau wurden gestern im Auswärtsspiel in Rom in der Champions League verletzt. Und zwar in einer U-Bahn-Station. Dort tanzten und sprangen die meist betrunkenen Fans auf einer Rolltreppe und die brach am Ende ein. 20 Verletzte, hauptsächlich an den Beinen, niemand schwer, hier das Video. Die Roma machte dann in der Folge kurzen Prozess mit ZSKA Moskau, 3:0 Heimsieg, alles nach Plan. Genauso chancenlos, wie Manchester United zu Hause gegen Juventus Turin war. Juve gewinnt also 1:0, auch das völlig verdient und keine Ahnung, Alter, was ist aus Manchester geworden? Es war doch früher einer von diesen Truppen, da habe ich immer gedacht, gegen die will niemand spielen. Die können absolut jedes Team auf dem Planeten schlagen. Gestern, Alter, die waren so zahnlos. Ich hatte nicht eine Sekunde Angst vor ManU gestern und das ist kein gutes Zeichen. Hoffenheim zeigt auch in der 3. Champions-League-Partie in dieser Saison und der 3. ihrer Vereinsgeschichte eine gute Leistung und schafft es wieder nicht zu gewinnen. Diesmal retten sie sich sogar in der 92. Minute erst zum 3:3. Ärgerlich gelaufen, aber gut, immerhin ein Punkt. Und die Bayern mühen sich auswärts bei AEK Athen zu einem 2:0-Sieg und zeigen dabei genau 2 gute Minuten. Also wenig überzeugende Leistung der Bayern oder, wie wir Pressevertreter seit neuestem sagen, Fußballfest, Sternstunde, Glanzleistung, glorreicher FC Bayern. Eine magische Nacht, Alex. Es war eine magische Nacht. Heute Abend dann der BVB gegen Atletico Madrid und da hört man aus dem Lager von Atletico, genauer gesagt von Koke, nur Gutes über Marco Reus. Ihn hätte ich gerne in unserer Mannschaft. Seine Spielweise gefällt mir richtig gut. Er ist so schnell, so dribbelstark, so torgefährlich, so unberechenbar. Damit will man Marco Reus aber nicht weglocken, denn er schob hinterher. Er hatte so viele Angebote, aber er bleibt bei Borussia Dortmund. Diese Vereinstreue gibt es im Fußball nicht mehr oft. Ah, ist es nicht schön, Koke und Marco Reus. Alle Dortmund-Fans lieben jetzt Koke auch. Fürs Herz. Einmal was fürs Herz. Und natürlich hoffen wir dann auch auf Jadon Sancho. Und zu dem kann ich nur sagen, behaltet mal die Augen offen, damit ihr heute Abend gut informiert seid und für eure Freundin angeben könnt, kommt nachher noch ein Scouting-Report zu Jadon Sancho. Okay? Schalke muss ja heute Abend dann bei Galatasaray ran. Und wenn wir eines wissen über Gala, dann die Fans,
Das ist eine Hausnummer. Eine der besten Kulissen Europas. Das weiß auch Trainer Domenico Tedesco und ließ sich deshalb was Besonderes einfallen. Denn für die letzte Trainingseinheit schnitt man Fangesänge von Galatasaray zusammen und spielte dir die gesamte Trainingseinheit ein. Ultra laut. Guido Burgstaller sagte am Ende: Ich dachte, das Dach geht auf. Nach einer Zeit wurde es wirklich, wirklich unangenehm. Aber es hat uns einen guten Eindruck auf das vermittelt, was uns erwartet. Ich erinnere mich aber nur daran, wer das letzte Mal zur deutschen Mannschaft in der Türkei gespielt hat. Timo Werner mit RB, war glaube ich bei Beşiktaş. Der ist danach ist er 6 Wochen ausgefallen, weil er Kopfschmerzen hatte. Und dann heute Abend auch noch auf dem Programm der Kracher des Abends. Inter gegen Barcelona. Ohne Leo Messi, mit Mauro Icardi. Und der wird ja eigentlich in jedem Transferfenster von allen Top-Clubs der Welt umworben. Sagte aber gestern deutlich, ey, eigentlich hab ich keinen Bock irgendwo hinzugehen. Im Sommer gibt es immer Angebote von Top-Clubs, aber ich denke nicht daran, Inter Mailand zu verlassen. Außerdem sagte Icardi, er habe weder den Wunsch noch das Bedürfnis, Inter zu verlassen. Na bitte. Und dann noch ganz kurz nach Bremen. Dort äußerte sich Nuri Sahin nämlich über seinen Wechsel von Borussia Dortmund zu Werder Bremen und sagte, Werder Bremen ist genau die Herausforderung, die ich zum Ende meiner Karriere in 3, 4, 5 Jahren gebraucht habe. Und er äußerte sich auch über seine Zukunft beim BVB und sagte, gehen Sie davon aus, dass Trainer Lucien Favre eine hohe Wertschätzung für mich hatte und dass ich mich im Verlauf der Saison durchgesetzt hätte. Nein, Nuri, tut mir leid. Davon gehe ich nicht aus. Denn wenn das so wäre, hätte Dortmund sicherlich nicht zig Millionen für Thomas Delaney und Axel Witzel ausgegeben. Also, ihr mögt mich alle. Gute Arbeit dabei Werder Bremen, aber nö, davon gehe ich nicht aus. Naja, hier findet ihr die Top 10, gute Spieler, schlechte Trainer und hier alle Who-Starts zur neuen Saison, damit ihr nochmal auf dem Laufenden seid über die Top-Clubs in der Champions League. Bis dahin, adios.